grüß Gott miteinander. Heute machen wir wieder gemeinsam mit dem Kameramann Matthias Decker eine schöne Tour. Es ist Hochsommer, auf einmal 37 Grad ist zu erwarten. Wir sind heute mit dem Auto Richtung Bürserberg, auf die Tschengla, dann da beim Wanderparkplatz parken. Ja, und was wünscht man sich mehr als auf einen schönen Tag? Da oben Schillerkopf, Mondspitz, dann gehen wir nachher am Schluss zur Rhonaalb. Und was da oben jetzt auch noch bemerkenswert ist, damit die Tour auch ein bisschen mystisch wird, man hat Naturkraftplätze da, es ist der Steinkreis da. Das möchten wir euch heute näher bringen. Ja, und wir freuen uns auf einen wunderschönen Tag. Unsere heutige Wanderung beginnt oberhalb von Bürserberg auf der Tschengla, wo wir langsam mit unserem Aufstieg Richtung Schiller Sattel beginnen. Vorbei an wunderschönen Bergwiesen, die uns mit ihrer Farbenpracht begeistern. Bereits nach wenigen Gehminuten wird aus dem breiten Güterweg ein schmaler Fußweg, der sich über den Hang, der vor uns liegt, schlängelt. Beim Blick zurück liegt der sogenannte Walserkamm vor uns und wir genießen die Aussicht. Schritt für Schritt gewinnen wir an Höhe. Angenehm ist, dass wir immer wieder Teile unseres Aufstiegs im Schatten hinter uns bringen können. Es ist der 18. Juni und die vorhergesagten Temperaturen für diesen Tag machen sich bemerkbar. Also heute bei dieser Temperatur und bei dieser Tour da, im Hintergrund haben wir ja schon den Schillerkopf, die Hälfte haben wir. Das ist ganz wichtig, viel Flüssigkeit. Es muss nicht Bier sein, Bier schmeckt auch gut, aber viel trinken und ruhig mehr Pausen machen und Natur genießen. Wir leben da im Paradies. Unser erstes Etappenziel, der Schillerkopf, liegt unmittelbar vor uns und wir setzen unseren Aufstieg auf den Schillersattel fort. Aufgrund der Hitze machen wir immer wieder kurze Pausen, um ausreichend zu trinken, aber auch um die Blütenpracht auf unserem Weg zu bewundern. Wir sind am Schillersattel angekommen
und nehmen die Abzweigung Richtung Schillerkopf. Ab hier ist die Route blau-weiß und nur für geübte, schwindelfreie Wanderer geeignet. Auf unserem Weg liegt das Kesselloch, ein Kalkloch mit 300 Meter Durchmesser und 100 Meter Tiefe, welches wir umgehen müssen. Die Ausmaße dieses unter Naturdenkmal stehenden Kalklochs sind gigantisch. Bevor der steile Aufstieg zum Berggipfel beginnt, entdecken wir die ersten Alpenrosen und machen kurz Rast, um sie zu bewundern. Auf keiner vorherigen Bergtour konnten wir eine entdecken. Heute hatten wir dieses Glück. Berg heil, jetzt sind wir auf der Spitze vom Schillerkopf oben. 2006 Meter. Es ist sehr anstrengend da rauf. Und wenn wir jetzt nachher mit Matthias wieder da eingehen, da rundum, kommen wir da rum, über das Grötli, schön langsam führe zur Mondspitze. Das ist dann 1967 Meter hoch dort. Und das ist schon, wenn wir nachher sehen, ein wunderschöner Aussichtsberg. Nach einem imposanten Aufenthalt am Schillerkopf steigen wir wieder ab und gehen zurück in Richtung Schillersattel. Hier trennen sich unsere Wege, denn aufgrund der enormen Hitze entscheide ich mich für den vorzeitigen Abstieg. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Franz, welcher den Aufstieg auf die Mondspitze wagte und uns diese Aufnahmen mitgebracht hat. Einige Zeit später treffen Franz und ich uns bei einer Kneipanlage, welche nur wenige Minuten von der Rhoner Alpe entfernt ist und sich wunderbar eignet, sich nach einer Wanderung zu erfrischen. Im Anschluss besuchen wir die Rhoner Alpe. Wer selbst produzierte Speisen und Getränke und die Schausennerei genießen und erleben möchte, sollte sich einen Besuch nicht entgehen lassen. Ja, heute haben wir einen strengeren Tag hinter uns. Wir sind zuerst auf dem Schillerkopf gewesen. Das ist allerdings ein Berg, der wirklich nur für Geübte ist. Wichtig ist, wenn man Schillerkopf geht und nachher rum über den Schillersattel auf Mondspitz, da sind wir ja auch gewesen, dass man genug Wasser mitnimmt. Gerade wenn es so heiß ist wie heute. Es gibt keine Möglichkeiten, wo man irgendeine Flüssigkeit kriegen könnte. Wobei die Mondspitze jetzt, wo ein Familienberg ist, mit einer herrlichen Aussicht. Und ist empfehlenswert, aber was wäre der Oberbürser Berg ohne diese mystischen Steinsetzungen vom Bürser Berg? Das soll ja ein riesen Kraftplatz sein. Manche sagen schon aus prähistorischer Zeit. Andere wiederum sagen das sehr kontroversiell und sagen, das ist eine Touristenattraktion. Wie immer auch, ich glaube schon,
dass es was hat. Die Steine sind nicht von ungefähr. Man kann da in einem Büchlein nachschauen, warum die Steine wie da abgebracht sind. Das hat mit Mond und Sonne zu tun, mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die Stellung des Mondes. Also ganz was Mystisches. Auf jeden Fall immer wert, dass man Bürserberg auch eine Wanderung macht und sich auf das einwirken lässt. Nach unserem kurzen Besuch bei den besagten Steinkreisen schlagen wir den Weg Richtung Wanderparkplatz ein. Und wieder geht ein sagenhaft schöner Wandertag im Wallgau zu Ende.